Ja, ihr Lieben, weiter geht's hier mit einem neuen Video in Russian Fishing 4 und wir befinden uns hier an der Sura. Es ist gerade Abend und das heißt, ab in das Boot und wir gehen jagen. So, und ab geht es. Was jagen wir? Wir jagen den Zander. Zander sollen gerade hier richtig wild an der Sura beißen auf alles, was weiß ist. Und das testen wir. Wir brettern hier schnell runter zum 7-Meter-Loch. So, und Zander, so gerade in den Abendstunden, macht halt richtig Bock. Und deswegen machen wir das auch direkt. So, Anker raus, Motor aus, Lampe an. Und Set zusammenbauen. So, und damit ist es zusammengebaut. Ich habe hier die Wechsler einfach mal ausgewählt. Die perfekte Route fürs Jiggen, für sämtliche Montagen. Ja, mit denen man halt so rumjiggen kann. Und ich teste mal wieder blind. Einfach nur sozusagen auf Zuruf, ob denn hier irgendwas funktioniert. Und das ist halt für mich auch immer wieder das Spannendste. Einfach mal ausprobieren, wenn es heißt, ja, Alter, da soll das aber wild gehen. Ja, das ist halt immer für mich spannend. Klappt das denn auch für mich so als Otto-Normalangler? Oder ja, muss man da, muss man da irgendwas Spezielles beachten und so Sachen? Und da haben wir schon den ersten Biss. Gucken wir mal. Ich habe da schon so eine Vorahnung. Ah, nee, doch nicht. Hm, da haben wir ihn. Erster Fisch, ein Zander. Kein Barsch. Immerhin. Ich bin jetzt hier relativ fett und massiv unterwegs, muss ich ja gestehen. Also ich habe es ein bisschen übertrieben. Ich bin hier brutal unterwegs, würde ich fast sagen. Mit 31 Kilo Vorfach Fluorocarbon. Und das Ganze einfach nur, weil ich keinen Bock habe, hier irgendwelche Wälse lange rauszupumpen oder sowas. Ich will jetzt hier gerade ratzfatz mal ein bisschen was ziehen. Und der nächste Zander scheint also ab 1,5 maßig zu sein. 1,55 ist er maßig, 1,48 noch nicht. Aber bisher sieht das ganz gut aus. Ich bin mir nur noch nicht sicher, ob ich nicht einen größeren Köder nehme. Machen wir nochmal so 2-3 Würfe. Zack, nee, noch nicht. Ich dachte, kam schon direkt wieder der nächste Biss. Klassische, Texas Rig Montage habe ich, aber da gehen wir gleich mal schön rein, wie das genau zusammengebaut ist. Und ich muss noch natürlich ein bisschen testen, ob ich eher kleinere Jigs mache. Ich bin jetzt schon das zweite Mal, dritte Mal gerade rausgeflogen aus der Jigführung. Jetzt ist einer, bam, Alter. Der hat sogar schon ein bisschen Spaß. Aha, aha. Na, nicht vielleicht doch noch ein Wels? Wobei dicke Zander können auch schön auf dem Boden liegen und sich erstmal nicht bewegen. Oder halt gar nicht so aggressiv abhauen. Wohingegen auch mal ein Wels ziemlich schnell einfach wieder fliehen kann. Aber da haben wir ihn. Da haben wir ihn. Jetzt guckt er an, Alter. Er hat 12 Kilo Wels. Ja. Auf 12 Kilo Setup hätte das jetzt eine ganze Weile gedauert, ey. Also, gehen wir mal kurz rein hier ins Set. Warum nochmal die Wechsler? Viele werden sich schon kennen. Wechsler kann man sich irgendwann im High-End mal leisten. Einfach geile Werte. Plus 3 auf diese ganzen Jig-Montagen. Bis hin zum Wecky-Rig sogar. Richtig, richtig geil. Plus 3 auf die Handhabung
der Montage. Das heißt, nochmal 3 Punkte höhere Wahrscheinlichkeit auf Trophäen. Dann vom Setup bisher alles clean und weiß, Alden. Schön easy auf weiß. Ich habe mal einen 1er Haken erstmal genommen. Liebäugel aber auch halt ja, wie gerade schon gesagt, damit mal ein bisschen dicker noch dran zu gehen. Vielleicht haue ich da gleich einfach nochmal ein bisschen was Dickeres dran. Die Wechsler hier in dem Fall jetzt, die MH hat jetzt nicht so ein ganz hohes Wurfgewicht, ist immer noch etwas zart, trotz der 40 Kilo Tragfähigkeit. Das heißt, man kann auch sehr klein und sehr fein hier mit noch angeln. Das heißt, dementsprechend habe ich natürlich nur ein kleineres Blei drauf. Aber in Gänze kann ich hier schön mit 31 Kilo Vorfach die komplette Bremskraft der Tagara ausnutzen und dementsprechend natürlich auch so ein Wels oder sowas ratzfatz hier rausziehen. Jetzt gucken wir mal. Kleine Schwierigkeit hier an der Sura ist die Strömung. Und das ist eine wirklich heftige Strömung. Haut richtig rein, die Strömung. Dementsprechend muss man da so ein bisschen rumprobieren. Während am Ladoga zum Beispiel könnte ich mit dem Setup perfekt schon jiggen. Bei einer Einholgeschwindigkeit von 12 zum Beispiel hier auf der Tagara speziell. Und jetzt merke ich gerade, okay, hier bei einer 20 bin ich, also deutlich schneller. Ich sag mal mittelschnell. Man könnte ja noch schneller jiggen. Aber das sieht schon ganz gut aus. Nichtsdestotrotz werde ich gleich auch nochmal das ganz schnelle Jiggen ausprobieren. Das ist jetzt hier eine Kurbel. Ah, wieder rausgegangen. Nicht zu lang warten. Die Frage ist, was triggert halt den Zander? Worauf hat er Bock? Worauf geht er jagen? Es sollen viele verschiedene weiße Köder funktionieren. Vielleicht ballere ich auch gleich einfach nochmal ein paar andere durch. Oder ich teste auch nochmal andere Montagearten. Also wenn ihr jetzt sagt, oh ja, Texas Rig habe ich noch nicht. Achso, Texas Rig habe ich noch gar nicht gesagt. Texas Rig gerade. Texas Rig habe ich noch nicht. Nicht so schlimm. Hauptsache Jig. Hauptsache Jig und der Köder und sowas. Das ist das A und O. Das war vor ein paar Wochen, war das ja am Ladoga zum Beispiel, war das ja auch so. Da ging auf einmal die normale Jig-Führung, die ganz einfache, ging ganz gut. Und da ist man halt mit diesen Texas Rig und sowas gar nicht hinterhergekommen. Carolina Rig. Von daher gar nicht da entmutigen lassen, solange man da die richtigen Köder drauf hat, sollte das funktionieren. Auch das jetzt hier könnte natürlich gut funktionieren. 10 cm. Ich nehme dir nochmal hier den Provoker, Alter. Den Provoker baller ich auch nochmal rein. Wobei, der hat so einen leicht bläulichen Touch. Gucken wir mal, ob der hier Wirkung zeigt. Immer noch schön ausgeworfen hier in Richtung 7 Meter Loch. Schön geradeaus durch. Und dann jiggen wir den mal hier entspannt durch. So einen dicken, fetten Zander-Trophy-Ding. So einen fetten Zander. Hätte ich schon Bock drauf, ja. Zander ist immer so. Die sehen so aggressiv aus. Als ob die sich unter Wasser ständig irgendwie gegenseitig auf die Fresse hauen, allen. Und die Schwänze halb abfressen und sowas alles. Also richtig wilde Kollegen. Deswegen machen die halt auch Bock. Mal schön auf Zander gehen, allen. So. Ja, die große Frage, ne? Lübt das jetzt hier oder lübt das nicht? 2 kleine Zander ist ja schon ganz nett. Wie gesagt, ich nehme auch gerne Welse alle mit, so bis 20 Kilo. Einfach mal schön einen Wels mitziehen. Kein Problem. Nur halt die ganz dicken. Das wäre schon ein bisschen räudig, oder? Das ist halt der Nachteil, wenn du halt in der Nacht unterwegs bist. Und dann ballert er auf einmal einen Wels rein, ey. Ob ich zu fett bin mit der Montage?
ob ich doch zu dick dran unterwegs bin. Vielleicht sollte ich doch noch mal ein bisschen leichter ausprobieren. Ich meine, das ist ja schon ein bisschen verschreckend, ne? So eine riesendicke Schnur. Ich bleib mal auf dem Einserhaken. Und ich bleib auch noch mal auf dem Tiny Fish. Aber ich gehe tatsächlich mal runter auf 9 Kilo. Machen wir erstmal nur 15 Kilo Fluorocarbon. Bremse entsprechend natürlich direkt runter. Ich bin sehr gespannt. Tiny Fish. Jetzt deutlich zarter gefischt, das Ding. Und ja, das andere wäre natürlich jetzt nochmal eine Möglichkeit, dass ich dann in Richtung Microbraid gehe. Diese super dünnen, geflochtenen Vorfächer. Zack. Jetzt guck dir das an, Alter. Jetzt guck dir das an. Also, durchaus natürlich die Möglichkeit, dass ich das jetzt einfach viel zu brutal angegangen bin. Dann muss man vielleicht einfach mal das Risiko eingehen. Wenn man denn dann hier auf sowas geht, dann hat man halt im schlimmsten Fall die Orschkarte. Jeppa! Und das hier, bäm! Das sind schon die Kandidaten, die halt so richtig schön, ja, mit zerfressener Schwanzflosse und sowas schön aggressiv rüberkommen. Ja, sehr geil, ey. 3, noch was, kann sich doch schon sehen lassen, ey. Kann sich schon sehen lassen, finde ich schon gut. Weiter geht's, ey. Schön entspannt hier erstmal wieder in den Jig rein. 15 Kilo ist auch noch okay. 15 Kilo ist noch okay. Oder, na gut, so, oh nee. Ich habe gerade überlegt, ob es sich lohnt. Ich meine, der Nachteil ist halt, wenn er jetzt ein Wels dran wäre, wäre er halt die ganze Zeit, ne, würde halt ewig daran rumhängen, blockiert dir die Route. Ich meine, man könnte ja zur Not einfach sagen, okay, ich lege die Route zur Seite, nehme mir vielleicht noch eine andere und mache dann damit weiter. Und wenn er dann irgendwie nach einer halben Stunde immer noch nicht ausgeschlitzt ist, dann zieht man den halt doch irgendwann rein. Weil der Nachteil ist halt, wenn die Nacht halt rum ist, dann ist halt die Hauptfangzeit für einen Zander auch wieder rum. Das wäre halt schade, ne? Da hat man gerade so die wichtigste Zeit. Und dann vertrödelt man das quasi mit einem Wels. Uncool. Ich probiere einfach auch gleich nochmal vielleicht einfach so durchzuziehen, ganz langsam. Vielleicht geht ja sowas auch. Einfach so ein bisschen wie mit treiben lassen. Gucken wir mal. So, probieren wir noch ein bisschen aus. Wenn sich hier ein bisschen was tut, bin ich natürlich wieder dabei. Bis gleich. Bam, alter Falter. Nein, 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 nein. Alter, auf dem letzten Meter hier. Alter. Und ich wollte ja übertreiben und ich habe natürlich auch übertrieben. Was haben wir denn jetzt hier reingekriegt? Nö, 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 komm, komm, komm. Auf dem letzten Meter, komm ran hier mit der Schnur. Der ist nicht so weit weg, der ist kurz vorm Boot, ey. Nee, jetzt kriege ich ihn gleich nicht an der Kante. Komm, 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 komm. Alter. Komm, 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 komm. Yes. Boah. Yes, Alter. 7,3 Kilo. Und was habe ich gemacht? Ich hab einfach mal hier den dicken, fetten, huge Minnow 120 reingeklatscht, Alter. Das wollten wir doch mal wissen. Das ist mir jetzt aber ein bisschen tricky hier, ey. Alter, bei 15 Kilo geht er schon so rein. Da gehen wir mal hier auf 22er Carbon, ey. Krasser Gerät, ey. Geile Sache, geile Sache. Ja, solche Dinger
Solche Zander können hier gerne reinrasseln, ey. Das sind ja die richtig guten. Und kohlemäßig, ne? Da bin ich schon mal wieder ein bisschen gespannt, Alten. So, weitermachen. Schön hier jiggen. Apropos. 25 bin ich hier. Also ich bin jetzt so schön auf der Mitte hier eingestellt. Mittlere Einholgeschwindigkeit ziemlich genau. Immer schön eine Runde mit dem großen Jig hier. Und dann absinken lassen. Ja, das passt gerade ganz gut. Das fühlt sich auch ganz gut an. Und das fand der Zander auch ganz gut. Und noch eine Runde. Und weiter geht's. Oha. Jepa, da ist er doch, der nächste. Also, den Köder haben wir jetzt auch abgehakt. Alter Falter, was ich schon alles getestet habe an Ködern. Es funktioniert so einiges, aber vieles triggert auch einfach nur den Barsch. Hier, das zum Beispiel auch in Weiß, hat einfach wieder nur den Barsch getriggert. Nehmen wir jetzt nochmal den Tiny Fish 7006. Das ist der ganz große. Ob der nicht vielleicht auch noch irgendwie funktioniert, wenn man dann auch schon den Huge Minnow hier hat. Ich bin immer noch die ganze Zeit hier auf 25 unterwegs, hier mit dem auf Zander zurzeit mit einem relativ feinen Vorfach von 9 Kilo. Und ja, und jigge mir hier einen heißen. Und es muss halt immer noch passen. Ne? Es muss einfach, der Jig muss immer passen. Und ich denke, so langsam von der Uhrzeit her, jetzt haben wir schon bald 11 Uhr. Könnte es ein bisschen eng werden für Zander. Vielleicht dann eher in den Abendstunden wieder. Aber ich denke, über Mittag sollte da so eine kleine Pause passieren. Gucken wir mal. Aber die Zeit ist auch gleich schon wieder rum. Die halbe Stunde angeln. Ja, haben wir jetzt auch gleich schon geschafft. Viel rumprobiert. Am besten, wie gesagt, mit dem dicksten Zander bisher. Der Huge Minnow tatsächlich. Aber ich sehe auch hier schon im Ingame-Chat, im Feierabend-Chat einige Zander, die schon wieder hier gefangen werden. Also es scheint hier zu funktionieren. Auch immer noch jetzt hier um 11 Uhr, das ist gut. Gerade noch einen gesehen um 3 Kilo, jetzt wieder einer mit 2 Kilo. Ja, ich würde sagen, weitermachen, ihr Lieben. Wir gucken gleich mal rein, was das Ganze denn jetzt so rein finanziell in der Kürze der Zeit gebracht hat. Alter Falter. Na, siehste mal. Also, tatsächlich, ich bevorzuge oder ich würde bevorzugen jetzt das ganz normale Jig, die einfache, simple Jig-Montage. Tatsächlich auch noch einen 2 Kilo Zander hinterher. Aber nu, Alter. Und das ist das Schöne, das ist auch noch viel simpler. Es ist viel einfacher mit der Handhabung. Man kommt viel leichter in den Jig rein. Auch hier wieder mittlere Einholgeschwindigkeit. Auf der Tagara hier eine 25 eingestellt und einfach durchgezogen, gar nicht viel rumhantiert damit. Lübt. So, jetzt aber verkaufen hier, Alter. So, und im Fischmarkt kommen wir dann damit in Gänze auf knapp 100 Silber. Das ist auch ganz okay, kann sich sehen lassen hier. 7 Kilo Zander mit 37 Tacken. Natürlich trägt der Wels auch gut dazu bei mit 20 Silber für so einen kleinen Wels. Das ist wirklich nett. Und hier die anderen können sich auch alle sehen lassen tatsächlich. Finde ich gar nicht so verkehrt. Also rausgezogen hier die Zander. Ich werde gleich noch schön ein bisschen Gas geben. Am besten hat jetzt am Tag funktioniert tatsächlich die ganz normale Jig-Montage. Gar nicht verkehrt. Alles auf weiße Köder. Und tja, da hat man auch nicht das Geraffel, dass man eine gewisse Perle irgendwie noch aussuchen muss und was nicht alles.
Jigkopf dran und gib ihm. Wenn dir das Video gefallen hat und geholfen hat, dann den Daumen da lassen, den Kanal abonnieren. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder im nächsten Video oder im Livestream auf Twitch. Montags, mittwochs und freitags ab 21 Uhr. Petri.